Spieltag 1 des Magenta Sportcups. Etwas mehr als 8 Monate nach dem letzten Match sind die ersten DEL-Clubs zurück auf dem Eis. In Bremerhaven empfangen die Fishtown Pinguins die Mannschaft von Glenn Hanlon und die Krefeld Pinguine. Und weil die Spieler sich wie die Schneekönige aufs erste Match freuen nach der langen Pause, wird es eine richtig gute Partie. Thomas Popisch und seine Jungs, aber auch Krefeld, eine Menge Intensität bringen sie gleich im ersten Drittel aufs Eis. Und das ist die erste Chance. Jan Urbers, zweitbester Torschütze des vergangenen DEL-Jahres. Mit dem ersten guten Angriff. Und zum Ende des Drittels Krefeld stärker. Und Eugen Alanov mit einer richtig guten Gelegenheit. Vinny Saponary bereitet diesen Moment vor. Brandon Maxwell im Tor. Der Bremerhavener Platziger. Glenn Hanlon kann eigentlich zufriedener gucken, als er das in diesem Moment tut. Wir gehen in den Mittelabschnitt. Da haben die Bremerhavener einen Mann mehr auf dem Eis. Foucault draußen und dann ist die Scheibe zum ersten Mal drin. Sieger Jeglitsch mit seinem ersten Treffer für sein neues Team. Vorbereitet von Wall. Haben sie die Box ganz weit auseinandergezogen, lässt einfach nur abtropfen, tolles Tor. Aber nur wenige Sekunden vergehen. 5 gegen 5 Spieler auf dem Eis und diesmal drückt Krefeld, bringt die Scheibe vor das Tor und über die Linie. Brandon Maxwell geschlagen von Laurin Braun, dem neuen Assistenzkapitän. Bergman bereitet das vor und dann der Abstauber. Keine Chance für den starken Keeper der Fishtown Penguins, diese Scheibe zu halten. Noch knapp 10 Minuten im Mittelabschnitt. Und dann ist es erneut Jeglitsch. Pass von außen, Kontergelegenheit, kein Tor. Aber man sieht, da geht was. Und Verlitsch und Jeglitsch, ja, die verstehen sich. Das hat man auch in dieser Sekunde wieder gemerkt. Die 33. Minute, auch Krefeld immer dran, immer aggressiv. Spielt taktisch ein bisschen anders und prüft Brandon Maxwell. Erneut ein guter Save des Bremerhavener Keepers. Bleibt, nachdem Lessio geschossen hat. Und nochmal nachgearbeitet worden ist von Petrakow vor dem Kasten. Beim 1-1. Hanlon, ja, er kann zufriedener gucken, aber das ist nicht sein Ding heute Abend. Er weiß noch nicht so richtig, was er davon halten soll. Aber seine Mannschaft eigentlich gut. Dann aber wieder in Unterzahl auf dem Eis. Braun draußen, Bremerhaven trifft. Diesmal ist es Mia Verlitsch. Wieder Wall mit der Vorbereitung. Zuckerpass. Und dann steht er mit zu viel Platz im Slot. Und macht den Treffer. 2-1 für Bremerhaven. Und auch der nächste im Powerplay. Die nächste gute Gelegenheit. Jeglitsch, der ein richtig gutes Spiel macht. Knapp am Tor vorbei. Es laufen die letzten Minuten. Es bleibt aber spannend in der Partie. Alles ist drin. Jede Mannschaft kann noch was reißen. Aber Bremerhaven setzt den Schlusspunkt durch Alex Friesen. 2 Minuten 32 vor dem Ende. Werden wir sehen, dass nach guter Vorarbeit es sich einfach lohnt, Laufwege nachzugehen. Scheibe, Rebound, Tor. Da bekommen die beiden Krefelder in der Mitte die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone. Friesen jubelt und Thomas Popisch, der Trainer der Fishtown Penguins, ist mit dem ersten Auftritt seiner Jungs richtig zufrieden. They're very fast and you know, I just thought it was a really good hockey game. It's a great way to start the Magenta Cup. Ich muss sagen, klar, wir haben jetzt verloren, aber war super, endlich wieder spielen und ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon zu den Jungs gesagt, bis wir am Bulli stehen, glaube ich es eigentlich noch nicht, dass wir überhaupt spielen. Wer weiß, ob wir vielleicht auf der Autobahn noch umdrehen müssen oder irgend so ein Quatsch. Ja. Also, nee, ist super. Also, klar, jetzt in dem Moment ist es natürlich blöd, dass wir verloren haben, aber ich denke, in erster Linie überwiegt erstmal die Freude, dass wir überhaupt spielen konnten. Halt. Das ist so. Fishtown holt sich den ersten Sieg, überzeugt vor allem im Powerplay. Und die Krefelder? Ja, die spielen deutlich aggressiver als im Vorjahr. Und das könnte vor allen Dingen den Fans am Ende des Jahres richtig viel Spaß machen.